Hallo und herzlich willkommen heute hier vor dieser wunderschönen Kulisse der großen Lagune zu einer 15-minütigen Sequenz, die aus Twists und Rotationen besteht, deinen Körper sanft zu reinigen und zu entgiften. Du brauchst nur eine rutschfeste Matte oder eine rutschfeste Unterlage, bequeme Kleidung und dann kann es auch schon losgehen. Finde einen stabilen Sitz und komm erstmal an in dir, im Beckenraum, im Körper und in diesem Moment. Gerne schließ die Augen und bring die Hände vor dein Herz. Lass deine Schultern weich nach hinten sinken. Entspann Kiefer, dein ganzes Gesicht. Gönn dir ein paar ruhige und tiefe Atemzüge. Und mach dir bewusst, dass du mit jeder Ausatmung über die Atmung deinen Körper auch reinigen kannst. Mit jeder Ausatmung schaffst du Platz für Neues. Einatmend nimmst du neue Energie auf. Bleib noch, genieß erstmal dieses Ankommen in dir. Spür, wie dein Atem jetzt gerade kommt und geht. Und erlaub dir, für einen Augenblick ganz in dir anzukommen. Die nächsten Ausatmungen, löse langsam deine Hände, leg sie auf die Knie ab und öffne deine Augen. Wir beginnen mit einer ersten Rotation für den Oberkörper. Dazu atme ein, führ die Arme nach oben über den Kopf und mit der nächsten Ausatmung rotiere den Körper rüber nach rechts. Leg die Hände einfach da ab, wo sie gerade ankommen. Mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme direkt wieder nach oben hoch, atmest aus und rotierst zur anderen Seite. Bleib hier für einige Male, einatmen nach oben hoch, ausatmen, dreh zur Seite. Einatmen nach oben hoch und ausatmen zur anderen Seite. Gerne noch einmal für jede Seite. Zieh dich einatmen lang, ausatmen, rotier. Mal einatmen nach vorne und oben und ausatmen zur Seite. Den nächsten Einatmen, komm zurück in die Mitte und bring dann einmal deine Hände vor dein Herz. Leg die Hände von hier nochmal zur Seite ab, Fingerkuppen gerne aufgesetzt. Einatmen, zieh deinen linken Arm weit nach oben hoch und wir lehnen uns einmal rüber zur rechten Seite. Gerne nimm den Kopf mit, indem du nach unten schaust, den Nacken entspannst und deine linke Flanke richtig schön aufdehnst für einen Moment. Von hier kommen wir zurück nach oben mit einer Einatmung, rotieren nochmal rüber zur linken Seite. Deine rechte Hand legt sich ab, die rechte Hand wandert nach hinten und diesmal bleiben wir einen kleinen Augenblick. Das heißt, mit einer Einatmung zieh dich nach oben hoch, vom Becken zum Kopf und ausatmen, rotierst du vielleicht ein kleines Stückchen mehr, den Oberkörper zur Seite. Du kannst, wenn du magst, mit jeder Ausatmung nochmal ganz bewusst deinen Oberbauch, den Nabel nach innen zur Wirbelsäule hin bewegen, ja, um diesen Reinigungs- und Entgiftungsprozess auch hier im Darmbereich anzuregen. Ganz langsam löst du auf, kommst zurück zur Mitte, atmest ein, nimmst die Arme mit nach oben, ausatmen zurück zu dir. Für die andere Seite, leg die linke, die rechte Hand zur Seite ab, zieh den linken Arm nach oben. Und dann lehn dich rüber zur anderen Seite. Genieß hier für einen Augenblick Dehnung, Streckung, Länge, alles was entsteht. Stell dir wieder vor, mit jeder Ausatmung nochmal Altes auszuatmen, um Platz für Neues zu schaffen. Einatmen, komm langsam zurück nach oben und rotiere dann zur Seite. Leg wieder deine Hände ab, da wo du ankommst. Versuch einatmend wie so eine Spirale aus deinem Becken heraus nach oben zu wachsen und ausatmend deinen Brustkorb ganz sanft nochmal zu drehen. Nimm gerne wieder den Bauchraum mit. Einatmen, verlängere den Oberbauch. Ausatmen, zieh deinen Nabel sanft nach innen. Für ein, zwei Atemzüge hier, sanfter Twist. Und dann langsam einatmen, löst du wieder auf, kommst zurück nach vorne, bringst die Arme wieder mit nach oben hoch. Mit deiner nächsten Ausatmung bring die Hände vor dein Herz. Löse die Hände, komm für einen Augenblick in die Rückenlage
Stellen die Füße auf, Hände an Knie oder Rückseite Oberschenkel. Lass dich aus deiner Körpermitte langsam auf den Rücken rollen und zieh hier gerne einmal die Beine an den Körper ran. Öffne die Knie, wenn angenehm, und roll dich für einen Moment über dein Kreuzbein, über den Rücken. Dann stell jetzt nur deinen rechten Fuß zurück, halte dein linkes Bein ganz lang bei dir und schieb die rechte Ferse nach unten. Gönn dir ein paar tiefe Atemzüge und schieb jetzt diesen linken Oberschenkel gegen den Bauchraum. So ein bisschen hier diese Entgiftung und Verdauung zu fördern. Atme jedes Mal, wenn du dein Bein ranziehst, nochmal bewusster aus. Zieh dabei den Nabel nach innen und verlängere eventuell dein Steißbein nach unten zur rechten Ferse. Komm hier nochmal in einen Twist. Leg langsam deinen linken Fuß auf dem rechten Oberschenkel ab. Die rechte Hand hält am linken Knie und der linke Arm legt sich ganz bequem seitlich ab. Atme hier nochmal ein und beginn dann langsam ausatmend deiner rechten Hand dein linkes Bein zur Seite rüber zu drehen, zu twisten. Und genieß dann wieder diese Drehung, die Rotation um deine innere Achse. Atme ein, atme wirklich in den Oberbauch ein, sodass der ein bisschen rauskommt und Platz schafft. Ausatmen, zieh den Nabelbereich wieder tief nach innen. Und stell dir vor, somit nochmal dieses Entgiften, Verdauen, all dessen, was du aufgenommen hast, nicht nur an Nahrung, sondern auch mental und emotional, langsam aufzulösen, sodass wieder Raum für Neues entsteht. Einatmen, komm langsam zurück. Zieh nochmal mit beiden Händen dein linkes Bein zu dir. Ausatmen, löse auf und schieb dein Bein nach unten raus. Für die andere Seite zieh direkt den anderen Unterschenkel, Oberschenkel zu dir. Halte hier, atme aus, zieh nochmal den Nabel nach innen, jedes Mal, wenn du ausatmest. Und spür den Kontakt hier von Oberbauch und Oberschenkel. Stell dir vor, mit jeder Einatmung nochmal gegen dieses Bein zu atmen und mit jeder Ausatmung dein Bein gegen den Bauch zu schieben. Langsam leg den Fuß wieder rüber auf den Oberschenkel. Für den Twist zur anderen Seite. Die linke Hand führt das rechte Bein rüber. Der rechte Arm legt sich ab und schau, dass du nur so weit gehst, wie für dich jetzt angenehm. Die Rotation um deine innere Achse herum löst nicht nur all das, was sich da eventuell angestaut hat an Ballast, sondern vielleicht auch mental und emotional all das, was noch nicht so ganz verdaut ist. Und du kannst über diesen Twist auch die Perspektive ändern, indem der Blick in eine andere Richtung schweift. Langsam komm zurück in die Mitte. Zieh nochmal mit beiden Händen dein rechtes Bein zu dir. Ausatmen, schieb dein Bein nach unten. Wir werden ein kleines bisschen dynamischer. Einatmen, strecken wir die Arme langsam nach hinten aus. Ausatmen, hol einmal dein linkes Bein zu dir, schieb den Oberschenkel gegen den Bauch. Komm dann wieder zurück, atme ein, Arme legen sich ab, Bein nach unten. Mit der nächsten Ausatmung hol dein rechtes Bein zu dir. Einatmen, streck dich lang aus, der Einatmen über die Nase. Ausatmen, immer wieder im Wechsel, ein Bein zu dir ranziehen. Und wenn du möchtest, kannst du langsam jetzt auch beginnen, wenn du ausatmest, über die gespitzten Lippen so ein F auszuatmen. So eine kleine Lippenbremse einzubauen, um noch mehr zu reinigen, um noch mehr rauszulassen. All den Ballast, der sich da vielleicht jetzt auch über den Winter in die dunkle Jahreszeit angesammelt hat. Und letztes Mal einatmen hier. Der nächsten Ausatmung stellst du die Füße erstmal auf, holst dann beide Knie nochmal ran. Schaukelt sich ein bisschen nach rechts und links. Und wir gehen noch einmal in einen Twist hinein. Dazu legen wir die Arme nochmal ab und versuchen, beide Beine über die Seite rüber abzulegen. Ja, du kannst die Knie aufeinander legen, du kannst sie aber auch gerne ein bisschen öffnen, je nachdem. Und vielleicht mit deiner linken Hand sogar dieses obere rechte Bein halten. Wir drehen wieder im Oberkörper. Eventuell geht der Kopf mit oder du lässt ihn einfach ganz bequem auf dem Hinterkopf oder vielleicht auf der gleichen Seite wie die Knie.
Gönn dir hier noch einen Moment. Lass los in den Schultern. Aber spür die Drehung, die Bewegung im Bauchraum. Langsam einatmen, komm zurück in die Mitte. Zieh dich einmal ganz klein zusammen, heb den Kopf, zieh Bauch und Oberschenkel zueinander. Und dann langsam ausatmen, leg dich wieder ab, die Arme zur Seite, bring die Knie rüber nach rechts. Schau, wie du deine Beine, Knie hier einrichten möchtest und kannst. Knie gerne auch geöffnet halten, ein bisschen Abstand zwischen den Füßen. Wenn möglich, kannst du die Knie gerne aufeinander ablegen, mit der rechten Hand das obere Bein so ein bisschen festhalten. Der linke Arm legt sich bequem ab und bringt Länge hier in die Flanke. Und es geht wieder um die Drehung, um den Twist, um die Rotation hier in der Wirbelsäule. Jede Drehung, jede Rotation fördert ja einen Perspektivenwechsel im Inneren, aber auch im Außen. Das heißt, da, wo du deinen Blick hin ausrichtest, da ist auch die Perspektive. Und manchmal lohnt es sich, die Perspektive einmal zu ändern. Von hier rollen wir langsam nach oben hoch. Einatmen, schaukel dich hoch und kreuz die Beine. Entweder kommst du direkt über deine gekreuzten Beine jetzt in eine Vierfußposition oder über die Seite. Geh noch in den Vierfußstand von hier. Bring die Hände unter die Schulter, Knie unter die Hüfte. Ausatmen, zieh den ganzen Rücken hier rund und erlaub dir wirklich den Nabel jetzt nochmal tief nach innen zur Wirbelsäule zu ziehen. Einatmen, komm in die Gegenbewegung. Und nochmal ausatmen, ganzen Rücken hier rund. Einatmen, Gegenbewegung. Für einen weiteren Twist hier, leg die linke Hand ein Stückchen weiter nach vorne ab. Setz gerne deinen Zehen hinten um und schieb den rechten Arm jetzt unter deinem linken Arm zur Seite durch. Du kannst die rechte Schulter noch ein bisschen runterziehen Richtung rechter Oberschenkel. Schauen, wo die linke Hand jetzt am besten liegt. Und dann roll die rechte Schulter, gerne auch die rechte Kopfseite tiefer auf die Matte. Schmieg dich so richtig schön runter. Lass dich zurücksinken. Aus dem Becken heraus mehr und mehr in Richtung Fersen. Atme wieder tief in den Bauch ein, in der Vorstellung mit jeder Ausatmung dieses Verdauungszentrum in deine Körpermitte nochmal anzuregen. Einatmen, löse langsam auf. Komm direkt zur anderen Seite. Stell die rechte Hand erstmal auf und verlängere von hier nach vorne vor. Linke Hand unterm rechten Arm durch. Linke Kopfseite legt sich ab. Linke Schulter zieht zurück. Ja, wenn du die Füße lieber umlegst, kannst du sie gerne auch auf deine Fußrücken legen. Nochmal tief in den Bauchraum ein- und ausatmen. Immer wieder bewusst aus. Im Sinne von Lösen von Ballast, Reinigen von alten Mustern. Um dich dann neu auszurichten auf das Gute, auf das Schöne. Auf das, was dir Freude bringt. Langsam löse auch hier wieder auf. Komm noch einmal in eine Vierfußposition und zieh dich nochmal richtig rund. Einatmen in eine Gegenbewegung. Und wir gehen zum Abschluss in einen herabschauenden Hund. Heben die Knie, schieben uns nach hinten oben. Lassen den Kopf ein bisschen hängen, baumeln. Atme hier nochmal tief aus. Wenn du magst, bewege im Wechsel deine Fersen zur Matte. Stell dir nochmal vor, nochmal alles rauszuatmen. Eine wunderschöne Atemübung hier zum Ende der Sequenz. Du atmest über die Nase ein und dann öffne den Mund weit, streck die Zunge weit raus für den Löwen, Simhasana. Und lass nochmal gefühlt alles raus, was raus möchte jetzt. Nochmal tief über die Nase einatmen. Mund weit öffnen, Zunge raus. Allerletztes Mal ein und aus. Dann leg langsam deine Knie ab. Schieb dich für einen Augenblick zurück in die Haltung des Kindes. Leg nochmal den Bauchraum ganz nah an deine Oberschenkel ab. Lass die Stirn sinken, die Ellbogen, die Schulter. Atme nochmal bewusst gegen die Beine. Und ausatmend, lass die Bauchdecke sich weich nach innen ziehen. Noch 2, 3 bewusste Atemzüge hier. Stell die Hände neben die Knie und komm langsam mit der nächsten Einatmung zurück nach oben. Atme aus.
Einatmen, nimm nochmal bewusst einen großen, tiefen Atemzug, heb dabei deine Arme und bring ausatmend die Hände vor dein Herz zurück. Bedank dich gerne bei dir selbst dafür, dass du heute üben konntest. Ich bedanke mich bei dir. Namaste.